Ich euch jetzt wieder ein neues Workout-Video aufnehme, wollte ich einmal auf das Thema Heißhunger zu sprechen kommen, weil da mich echt immer viele Nachrichten erreichen zu. Ja, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich es verhindern? Und ich finde, da ist es einmal wichtig, darüber zu sprechen, wie entsteht denn das Ganze überhaupt? Und das ist ein ganz einfacher physiologischer Hintergrund, den das Ganze hat. Das bedeutet, wenn ich Nahrung zu mir nehme, steigt der Blutzuckerspiegel. Wenn ich zuckerreiche oder kohlenhydratreiche, voll von kurzkettigen Kohlenhydraten zu mir nehme, dann steigt der Blutzuckerspiegel relativ schnell, relativ hoch. Der Körper möchte aber nicht, dass Blutzucker in der Blutbahn ist und macht was dagegen, denn er schüttet Insulin aus. Insulin ist ja der Gegenspieler zum Blutzucker, das heißt, der will den wieder regulieren. Insulin wird also ausgeschüttet und versucht, den Blutzuckerspiegel zu senken. Und jetzt ist es aber so, je höher dieses Peak ist, also je höher der Blutzucker war, desto höher ist auch die Insulinausschüttung und desto schneller kracht das Ganze nach unten wieder ab. Und genau dieses Abkrachen, das veranlasst deinen Körper zu denken, er müsste jetzt unbedingt Nachschub kriegen und es entsteht Heißhunger. Das ist so erstmal grob runtergebrochen zu den physiologischen Ursachen von Heißhunger überhaupt. So ist es jedenfalls in der Regel. Ja, also es gibt noch verschiedene andere Einflussfaktoren, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, wenn ich dir erzähle, wie es ist, wie du das verhindern kannst, dass überhaupt Heißhunger entsteht. Da habe ich jetzt 5 Tipps für dich, die du vielleicht auch so noch nicht gehört hast oder wo du den Zusammenhang vielleicht noch nicht so kanntest, wie du ihn jetzt hören wirst. Punkt 1 ist deine Proteinzufuhr. Das bedeutet, relativ viel Protein in Relation zu deinen Kohlenhydraten lassen deinen Blutzuckerspiegel nicht so hoch schnellen. Das heißt, dein höherer Proteinkonsum bewirkt, dass der Insulinspiegel nicht diese Zacken nach oben bekommt, sondern relativ gleichbleibend ist. Dann kommt eben dieses Down nicht und dein Körper schreit nicht so nach Süßem. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was vielleicht auch unterschätzt wird, ist der Schlaf. Der Schlaf, ja, liebe Mamis da draußen, ich kenne es auch selber aus eigener Erfahrung. Es ist manchmal echt hart. Und manchmal kriegt man einfach nicht so viel Schlaf, wie man schlafen sollte. Vor allen Dingen jetzt dem Kind geschuldet oder den Kindern geschuldet. Aber wenn du dazu in der Lage bist oder fähig bist, dann versuche dir regelmäßig und guten Schlaf zu erlauben. Denn es ist ursächlich für einen gestörten Hormonhaushalt, hört sich jetzt echt dramatisch an, ist es so halbwegs, denn deine Sättigungs- und deine Heißhungerhormone, so will ich es jetzt mal lapidar sagen, kommen aus der Bahn. Das heißt, wenn dein Schlaf gestört ist, dann wird vermehrt das Hormon ausgeschüttet, das Krelin, das ist dein Heißhunger-Hormon sozusagen. Der Gegenspieler, also das Sättigungshormon, das wird nicht so viel ausgeschüttet, wie es eigentlich ausgeschüttet werden sollte. Das bedeutet, diese Dysbalance kann auch diese Heißhungerattacken begünstigen. So Punkt 2. Dann Punkt 3. Trinke ausreichend. Meistens oder oft ist es so, dass wir Hunger ganz einfach verwechseln mit, ja, Durst, genau. Also eigentlich hat der Körper Durst und möchte dir sagen, bitte trinke etwas. Aber
Es gibt da keine extra Leitungsbahn, so will ich es mal nennen. Und dem Körper wird eben Hunger signalisiert. Und das kann oft zu einem fehlgeleiteten Impuls kommen und auch wieder zu Heißhunger führen. Das heißt, ausreichend trinken ist Punkt Nummer 3. Ganz wichtig. Dann ist es so, dass diese Insulinausschüttung und der Blutzuckerspiegel natürlich durch deine Ernährung beeinflusst wird. Ganz, ganz deutlich sogar. Wenn du viele Einfachzucker zu dir nimmst, viele Süßigkeiten, viele auch in diesen Limonaden, Coke etc., das sind einfach, ja einfach, genau, viele Einfachzucker drin. Und die gilt es zu vermeiden. Das heißt, setze auf komplexe Kohlenhydrate in deiner Ernährung und verbanne, in Anführungsstrichen, verbanne den Zucker wirklich aus deiner Ernährung. Klar, du kannst das mal essen, aber es ist wirklich zuträglicher und einfacher, das Ganze durchzuziehen, wenn man sagt, okay, wir machen einfach einen Cut. Genau, Punkt 4 war das jetzt. Und Punkt 5. Es ist natürlich so, Heißhunger entsteht auch aus emotionalen Gründen. Das heißt, sehr viele haben das Problem des emotionalen Essens und verwechseln eine Belohnung oder essen dann als Belohnung oder aus Stress heraus, also die äußeren Umstände sozusagen. Und da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn du gerade in einem Moment bist, wo dein Körper nach Essen schreit. Ich kenne das zum Beispiel nach dem Nachtdienst ganz extrem, dass du dann mal in dich gehst und dich fragst, ist es jetzt wirklich Hunger oder muss ich irgendwas befriedigen? Ne? Oder bin ich vielleicht gerade traurig und esse deswegen? Oder wie gesagt, dieser typische Belohnungsmechanismus. Da will ich dich dazu ermutigen, du kannst jede erlernte Struktur auch wieder umändern. Das dauert in der Regel seine Zeit und ist natürlich kein Ding, was von heute auf morgen passieren muss oder kann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch da anzusetzen und zu sagen, okay, ich gehe genau in diesen Situationen da rein und überlege und reflektiere. Dieses Reflektieren, das ist einfach der springende Punkt dabei. Oder suche mir auch zur Not Hilfe, psychiatrischer oder psychologischerseits, um diese Muster, die man aufgebaut hat und die tatsächlich in einer Essstörung enden können, um die wieder aufzubrechen. Genau. Also, ich habe euch jetzt 5 Punkte an die Hand gegeben. Vielleicht kanntest du den einen oder anderen noch nicht, deinen Heißhunger zu besiegen. Außerdem ist natürlich immer noch Bewegung ein Schlüssel dazu, keinen Heißhunger zu kriegen tatsächlich. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne deinen Daumen nach oben, kommentiere gerne oder gucke dir auch die anderen Infovideos an oder mach tatsächlich jetzt direkt ein Workout mit. Da gibt es auch einige auf meinem Kanal. Für Anfänger, für Fortgeschrittene, mit Kurzhanteln, alles Mögliche. Guck dich gerne um, du bist herzlich dazu eingeladen, auch auf meiner Instagram-Seite zu gucken und mir dazu folgen, Fit mit Elena. Heißt da das ganze Profil auch analog zu dem Kanal hier. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ja, mach's gut, bis zum nächsten Video.